Ich stehe auf und verlasse wie in Trance das Gebäude und laufe auch ziellos durch die Gegend. Und irgendwann komme ich in einem Park an. Ein Park, den ich nicht kannte, nicht kenne. Aber es scheint die Sonne. Einige Vögel scheinen wohl in diesen Bäumen zu sitzen und zwitschern. Und ich setze mich unter diesen Baum und starre ins Leere. Meine Gedanken kreisen um so viele Themen, überschlagen sich in meinem Kopf. Ja, so sitze ich hier aber wohl eine ganze Weile, bis wahrscheinlich die Nacht anbricht. Als die Sonne untergeht, das Priors-Mal, was irgendwo zwischen den Hügeln der Weinberge untergeht, kannst du erkennen, wie eine Person aus den Schatten heraustritt, gehüllt in eine schwarze Robe. Genau das, was der Hellsichtsmagier Jirdan auch ohne seine Clair Observantia hervorgesagt hat, allerdings viel früher als erwartet. Keine Siegel, die auf seiner Kleidung sind, nur seine unheimlich leuchtenden Augen, die unter der Kapuze hervorstechen. Ich stehe auf, stelle mich ihm frontal gegenüber. Da seid ihr also. Darf mich vorstellen, Deveron, Elgastin. Wir würden gerne einige Informationen mit euch durchgehen. Einige Unterschriften, die geleistet werden müssen. Ich verstehe. Dies ist natürlich freiwillig. Natürlich, freiwillig habe ich dann eine Wahl. Ich bin schutzlos ohne Gilde ausgesetzt den Prioten und den anderen Magiern. Ich kann nicht zurück. Ihr solltet verstehen, dass wir an diesem Schlamassel nicht schuld sind, sondern dass wir lediglich einen sicheren Hafen bieten und euch viel Macht versprechen. Natürlich seid ihr nicht schuldig. Ich habe es selbst verschuldet. Meine Dummheit, meine Naivität. Aber ich verspreche euch, das wird nicht noch einmal vorkommen. Ihr Gehen werdet sehr wir. viel mächtiger werden, wenn ihr unseren Wegen folgt. Gehen wir. Gehen wir. Derweil können die anderen wieder zurück in der Villa ein Klopfen an der Tür vernehmen. Ihr habt euch zurückgezogen, habt natürlich Abelmir versuchen wollen, wieder etwas zu beruhigen. Iseron hätte sich vielleicht auch entschuldigen wollen, vielleicht mit etwas Ekel oder so etwas, aber am Ende kann er ihm dann doch nur leid tun. Wenn einer Also, von wen bringen wir jetzt euch um? unten an die Tür geht, wer auch immer es dann ist, könnt ihr erkennen, wie Gernot von Mersing, der Schwingenführer der Golgariten, dort unten steht. Oh, ist um Gruße. Ich mach die Tür auf, brüll dem Mann voll ins Gesicht. Oh, ist um Gruße. Korrekt. Ohren zum Gruß. Ich würde euch gerne einladen. Der Rabe von Punin schickt mich. Ja, dann kommen wir doch mit Freuden. Decker soll eine Tür haben. Meinen Kopf darf ich auch mitkommen. Ja, aber Was nicht mögt ihr sicher. Raben? Nun, ihr Gefieder ist ein wenig eintönig, aber er war sehr fein, also ja. Immer graben, er kommt mit. Hallo, Karinor, aufstehen da hinten. Wo ist Isarun schon wieder hingelaufen? Karinor, bring Isarun gleich mit. Ja, natürlich. Dass man hier auch immer alles selber organisieren muss. Seitdem der Greifenmund nicht mehr da ist, keine Disziplin mehr in der Truppe. Tut mir leid, es war ein langer Tag und ich muss zugeben, ich bin zwischendurch eingeschlafen. Ich bin ungefähr viermal eingeschlafen. Ich fand das sehr spannend. Ach, Boltax, da bist du ja. Ich hatte ja jetzt halt gar keine Ahnung, worüber Sie überhaupt reden. Ja, also dieser Beschwörer war etwas unfähig. Müssen wir den Beschwörer Gräuel jetzt eigentlich noch umbringen oder nicht? Ja, mach das bitte. Okay, Ghost. Was ist das da unten denn für ein Geschrei schon wieder? Isarun, wir besuchen jetzt den Raben von Punin. Könntest du dir was anziehen? Hallo? Hört ihr Isarun, wir sehen einen Raben. Kommt, kommt. Ja, ein Raben. Das ist ein Mensch, den man den Raben nennt. Ein Macht's dem Elf doch Symbolstier. nicht kaputt. Na gut, hat er nun nein, ich kann Federn? das doch nicht lügen. Und hat er nun Federn oder nicht? Ja, hat er. Das können wir gleich gucken. Oh.
Aber bitte guckt ihm nicht unter seine Robe, das wäre sehr ungehörig. Gerhard von Mersingen blickt dich sehr finster an, Isaron. Nicht, dass ihr dem verzeiht, Euer Exzellenz, aber der Elf nimmt manche Sachen etwas sehr wörtlich. Isaron, würdet ihr euch bitte, bitte fertig machen, damit wir losgehen können? Ja, ja, meine Stiefel noch. Nimm mir mal kurz den Umhang vom Haken dort, danke. Was ist das überhaupt für ein Material? Sehr schön, sowas brauche ich auch. Ja, nicht wahr? Das ist noch wirkliche Qualitätsarbeit. Dankeschön. Nun können wir gehen. Lasst mich raten, irgendwo da hinten, wo ihr herkommt, kommt das Ding her? Nein, den habe ich mir in Gareth gekauft vor einer Weile. Und mit lautem Geschnatter könnt ihr Gernot von Mersing, dem Ritter von Orden des heiligen Golgari, folgen. Er bringt euch, ohne weitere Worte zu verlieren, ohne euch irgendwie zu unterbrechen, in Richtung des Boron-Tempels. Wenn ihr ihm folgt, könnt ihr die verschiedenen Gänge in das Erdgeschoss, in das Untergeschoss folgen, könnt dann an den Gärten entlang gehen und er deutet dann auf eine Tür, die nicht weiter beschriftet ist. Sie ist einfach nur schwarz. Schwarzer Marmor, der sämtlicher Farbe spottet. Unter euch ist nichts als Erde. Über euch ist nichts als Erde. Ihr seid irgendwo tief im Inneren der Katakomben. Boah, ist das gemütlich. Seid ihr sicher, dass es noch weit ist? Wir sind gleich da, lieber Elf. Ich öffne die Tür und gehe hindurch. Oh, wie kalt es hier ist. Wenn du die Tür öffnest, bist du dir nicht sicher, ob du noch auf Aventurien stehst. Du trittst hindurch und gehst in der absoluten Schwärze nach vorne. Das entweder hat er uns gerade umgebracht oder wir sind irgendwo anders. Du blickst dich um. Die Tür ist verschwunden. Isaron ist verschwunden. Scheiße. Du stehst, nachdem du dich etwas orientiert hast, noch einmal blinzelst, irgendwo, wo du riechst es. Es riecht nach Salz. Salz in der Luft. Es riecht nach etwas Rauschkraut. Alanfa. Würde schon mal mein... Das schwarze Gestein vom Vulkan. Du streichst über die Felsen, du spürst es. Du stehst auf dem Rabenfelsen. Du drehst dich um und siehst hinter dir den großen weißen Boron-Tempel mit der goldenen Kuppel, die doch so sehr anders aussieht. Neben dir stehen 9 andere. Und der Patriarch. Als du dich wieder umblickst nach vorne, kannst du sehen, wie bereits 5 der anderen vom Rabenfelsen gesprungen sind. Ohne einen Schrei. Nach und nach folgen die anderen. Blickt der Patriarch mich an und nickt mir zu? Er blickt dich an. Ich springe. Ohne dass er irgendetwas gesagt hat, trittst du als 10. Mann in die Reihe, wie sie sich opfern für den Flug der Raben. Hättest du es für Carino getan? Für den Patriarchen? Du springst und siehst, wie die Felsen auf dich zurasen. Spitz und zackig. Du siehst die aufgeschlagenen, aufgeplatzten Körper deiner Kameraden neben dir und dann bohrt sich ein Zacke in dein Gesicht. Es explodiert, Blut spritzt, sprüht. Und auch du beendest. Als du dich wieder umdrehst, stehst du in einer großen Arena. Um dich herum das Gelärm und das Getöse. 9x9x9 Basaltfäuste, die neben dir stehen. Einige teilweise erschlagen. Vor dir taucht ein Gegner auf. Ein riesiger, 2,50 Meter großer Tapazul. Ein uralter Waldmensch, der vor dir steht mit einem Dolch in der Hand. Tötet sie! Und ich würde auf ihn zustürmen. Du rennst auf ihn zu und er reckt dir nur noch den Ritualdolch entgegen. Und bevor du ihn erreicht hast und mit einer riesigen Zweihandwaffe nach ihm ausholst, kannst du sehen, wie er sich den Dolch ins eigene Herz rammt. Feigling! Gerade als du im roten Sand abgestoppt hast, kannst du sehen, wie du neben Kriegern stehst. Neben dir steht eine in schwarz gehüllte Gestalt, ein Boronit. Sei gegrüßt, Rafim. Ich grüße Nemekat. Ihr scheint mich zu kennen, aber ihr seid mir völlig unbekannt. Du wandelst auf den falschen Faden.
Der Kult des Visa ist schlecht und verdorben. Des Visa? Meint ihr diesen Boron-Tempel, in dem ich war? Ich meine damit den sämtlichen Kultus des Alanfaneritus. Des Alanfaneritus? Ich fürchte, da werden wir uns nicht einig. Aber das habt ihr vermutlich geahnt. Das habe ich geahnt. Also, was wollt ihr? Schau zu und lerne. Träume und hilf ihr. Er deutet hinter dich und wenn du dich umdrehst, kannst du erkennen, wie du auf einem Schlachtfeld stehst. Vor dir steht Brin, der König der Gerizia, der Mittelreicher, der Kaiser, der Reichsbewahrer. Setzt gerade zu einer großen Rede an. Neben ihm Tausende, Zehntausende von Männern und Frauen, von Elfen, Zwergen, Menschen. Du kannst sehen, wie die kleine Cella hier steht. Ungefähr 10 Jahre jünger, würdest du sagen. Steht direkt neben ihrem Vater? Dann kannst du sehen, wie plötzlich Gaius Cordovan Eslam Galotta neben Brin auftaucht und die Zeit einfriert. Verräter! Nemekat, schau dich an. Was würdest du tun? Ich würde ihn am liebsten töten. Aber ich kann vermutlich nicht. Richtig? Wen möchtest du töten? Den Galotta natürlich, wen denn sonst? Dann tritt heran. Ich würde auf Galotta zumarschieren. Ja, du gehst, du würdest sagen, es sind ungefähr 50 Meter Abstand, den du zu ihm hast, aber nur einen Augenblick später gehst du direkt neben Galotta. Er holt gerade aus, ist immer noch die Zeit eingefroren, aber du vermutest und kannst jetzt auch sehen, wie neben ihm die Sphären aufreißen und hungrige Zantenmäuler daraus blicken. Hat er schon seine scharlachrote Kappe oder ist er noch ohne? Er hat seine scharlachrote Kappe. Verräter! Und ich würde ihn, ja, ich würde ihn angreifen wollen, ich würde ihn verprügeln wollen. Ja, du kannst deine Waffen, deine Fäuste benutzen und bringst Galotta um. Hurensohn! Paktirasau! Komm die schon, bring sie alle her! Die Sphären der Zantim schließen sich wieder vor dir und die Zeit geht weiter. Brin holt weiter zu seiner Rede aus, ermutigt die Truppen. Und du kannst sehen, wie die kleine Cella dich anlächelt, deine Hand greift. Ja, ich würde ihr die Hand geben. Du musst die Dämonen nicht fürchten, du musst sie vernichten. Wie geht das jetzt weiter? Besiegen wir Bobberat? Natürlich. Wir besiegen sie alle, bis sie alle knien, wie sie es verdient haben. Und dann? Was ist mit den Heptarchen? Bis keiner mehr von ihnen lebt, bis keiner mehr von ihnen wandelt. Und dann irgendwann bei der allerletzten Schlacht, bei der Kor uns zu sich ruft, werden wir in ihre verdammten erzheiligen Reiche marschieren und sie alle niederstrecken. Das wird passieren. Wann, das weiß ich nicht, aber das wird passieren. Cella drückt deine Hand und lächelt dir freudig zu. Und du musst dein Reich kontrollieren, diese Verrückte auf dem Thron zurückstoßen und dafür sorgen, dass niemals wieder jemand wagt, so viele Paktiere auf Dere zu dulden. Die müssen alle bezahlen für ihre Heresie. Rafim ist durch die schwarze Pforte getreten und verschwunden. Was tut ihr? Ja, ich würde hinterher. Kommen wir da rein? Ah, das geht nur unter die Erde. Das ist doch kein Problem. Voltax betritt den schwarzen Raum und verschwindet. Ob das wohl sowas ähnliches ist wie damals mit der Sünde? Hinterher. Voltax, wenn Voltax es vormacht, kann er mich ja nicht ausstechen lassen und trete nach. Auch der Elf verschwindet. Ja, und das werden wir wohl auch schaffen. Komm, Kiaras. Nein, geht das. Kiaras, auch du betrittst die Schwärze. Du orientierst dich kurz. Neben dir bist du immer noch im Boron-Tempel? Zumindest kannst du Sarkophaga, kann eine sehr alte... Ein sehr alter Raum. Es liegt nicht wirklich Staub drauf, aber diese Architektur wirkt sehr bosporanisch.
Nicht so sehr wie die Kuslikaner die Windsalter heutzutage bauen, sondern so wie vielleicht Fran Horas bauen würde. In den alten Geschichtsbüchern und Aufzeichnungen. Neben dir steht ein Boroni in einer schwarzen Kutte. Baut dich an und du kannst erkennen, wie um ihn herum andere Menschen knien. Allesamt haben sie ein Dolch in der Hand. Ich blicke ihn kurz an, schaue dann die anderen Menschen um mich herum etwas verwirrter an. Während dein Blick über sie schweift, kannst du sehen, mit jedem Blick, den du ihnen zuwirfst, rahmen sie sich den Dolch in ihr eigenes Herz. Sei gegrüßt, Keras. Ich bin Nemekat. Gegrüßt, Nemekat. Ah, du kennst seinen Namen. Nemekat, der Erzketzer, der den Alanfana Ritos in die Bosporanischen Reiche brachte und ihn verdrehte und pervertierte und daraus den Punina Ritos machte. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Nun dann, vielen Dank. Ich habe gehört, du hast Angst vor Drachen. Wer hat das nicht? Fürchte dich nicht. Er deutet hinter dich und wenn du dich umdrehst, kannst du sehen, wie du in Werheim stehst. Vor dir ist gerade Rassasor gelandet. Du kannst sehen, wie hier der Zar Effert und Raya Tempel steht. Du siehst das funkelnde und leuchtende Halsband der Targunitot. Die Zeit ist eingefroren. Ömer hat wohl gerade einen Pfeil abgeschossen, hat direkt auf das Auge des Drachen gezielt. Immer noch fliegt der Pfeil. Du kannst sehen, wenn du dich umdrehst, wie dort nicht nur Nemekat steht, sondern auch Prinzessin Rohaya in ihrer weißen Rüstung. Du kannst sehen, wie Albrax gerade sich aus einem Tunnel hervorgewühlt hat und Ema mit einer schweren Lanze auf Rassasor zureitet. Nemekat, schaut euch an. Was würdest du gerne tun? Was ich gerne tun würde? Ach, den Drachen beenden. Doch so einfach ist das nicht. Geh hin und töte ihn. Und das sollte in irgendeiner Weise die Geschehnisse verändern, das, was geschehen ist? Es hilft, dem Weißen Ritter zu vergessen. Es hilft, dem Weißen Ritter zu verarbeiten. Damit deutet er mal wieder in Richtung von Rohaya. Wenn es denn für sie ist. Und so ziehe ich dann meine Rapiere und stürme auf den Drachen zu. Ja, wieder warst du wohl viele, viele Meter entfernt, aber nur einen Augenblick stehst du direkt neben ihm. Und sein Gefunkel in der Stirn funkeln sehen. Ein gewaltiger Kaiserdrache, groß wie ein Tempel. Verfault und verrottet. Umso besser. Mehr abstehende Knochen, an denen man sich festhalten kann, um raufzuklettern. Du kletterst hoch, es ist unglaublich einfach und mit einem einzigen Stich deines Rapiers vergeht nicht nur der Karfunkel, sondern auch Rassasor. Als du dich umdrehst, kannst du sehen, wie Rohaya ihren weißen Helm abgenommen hat und neben dir steht. Wie geht es jetzt weiter? Meine Mutter lebt. Wie es weitergeht? Es ist deine Entscheidung. Eigentlich ist es deine, denn du träumst. Was tun wir jetzt? Nun dann. Der Drache ist tot. Deine Mutter lebt. Du hast dein erstes Abenteuer bestanden. Es ist an der Zeit, eine Rede zu halten. Mach den Menschen Mut. Gib ihnen Hoffnung. Und das ist die Aufgabe, die du hast. Wenn du dich umdrehst, schaust du auf das Feld. Immer noch ist es eingefroren. Nur Rohaya, die weiße Ritterin, bewegt sich immer noch im Lanzangriff. Immer noch der Pfeil von Ömer, der entlang fliegt. Und du siehst den schwarzen Schatten der Wolke Rahastes, der über euch dreut. Und du weißt, was dort hinter ist. Ja, das weiß ich. Ich brauche ein Katapult. Isarun, du stehst... Nein, du stehst nicht. Du sitzt auf einem Pferd. Neben dir kannst du erkennen, wie dort wohl Rakalla von Horsenrabenmund reitet. Alles läuft viel zu schnell ab. Neben dir fällt Svanja runter, die Gräfin von zwei Mühlen. Ihr Kopf platzt auf. Du siehst die ganzen Szenen wieder vor dir. Träumst, du musst träumen.
Plötzlich kannst du sehen, wie Rafferian der Festung entgegenläuft, wie Lava dort hinaus regnet, Ascheregen, Erdbeben. Und du siehst, wie mit einem letzten verzweifelten Versuch sich Rakala von Horsen-Rabenmund gegen die Elemente stellt. Was willst du tun? Ich tue es ihr gleich. Ich wirke ein Guardianum. Ich versuche es im Traum. Du kannst erkennen, wie der Guardianum sich aufspannt und in Regenbogenfarben schillernd vor dir steht. Die Wettermeisterschaft hast du nie wirklich beherrscht, aber es gelingt. Im Traum gelingt es. Dann kannst du sehen, wie in Zeitlupe ein gewaltiger, riesiger Stein auf Rohaya zuschwebt. Ich besinne mich darauf, wie ich damals den Motorikus gelernt habe und versuche, Rohaya an ihrem Gürtel zur Seite zu ziehen. Es gelingt. Du ziehst und zerrst und ohne, dass es dich abmüht, kannst du sehen, wie sich das Pferd von Rohaya an der Stelle, wo sie eben noch stand und saß auf dem Pferd, in einen blutigen, schaumigen Regen verwandelt. Rohaya kommt neben dir auf, geht im Guardianum, gibt dir die Hand. Danke. Danke, Magistra. Nichts zu danken. Ihr würdet das Gleiche für mich tun, wenn ihr könntet. Wir müssen nun alle zusammenhalten. Wie geht das nun weiter? Verham ist verloren. Verham mag verloren sein, aber das Reich ist es nicht. Wir müssen zusammenstehen. Wir müssen gegen die immer noch vorherrschenden Bedrohungen uns einigen. Wir müssen sie bekämpfen. Wie machen wir das? Wie können wir gegen so etwas Mächtiges überhaupt eine Chance haben? Ein Angriff aus der Luft, eine Schlacht in den Wolken. Mit der Kraft der Götter, mit unserem Vertrauen in die Götter, mit allem, was wir je in unserem Leben gelernt haben, mit allem, wofür wir jemals geübt haben. Heftige so dabei. Darauf gebe ich euch mein Wort. Meine Mutter ist tot und ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann. Während du, ja, die Zeit ist, wie gesagt, irgendwie in einem sehr viskosen Raum. Satinaf ist nicht ganz angehalten, aber während sie spricht, kannst du sehen, wie der Erdboden aufreißt und Rakala in einem schweren, schwarzen Loch ölig triefend verschwindet. Du kannst nur ein sapschiges Geräusch hören und weißt, was wohl mit dir passiert, aber währenddessen straft wohl deine Rede Lügen. Wir müssen den Dämonenkaiser aufhalten. Aber ich vertraue euch. Mit den Göttern. Mit den Göttern. Mendarion, du blickst dich um und stehst auf einem großen Feld. Eine Au. Eine große Au. Das muss wohl Gareth sein. Du bist schon einmal dran vorbeigelaufen, was die Menschen aus der Entfernung gehört. Und es gibt hier wohl auch einige Elfen, die im Süden von hier sitzen, die diese Au auch getauft haben, die Arvesfelder. Aber wenn du dich umdrehst, kannst du nur noch Flaggen und Banner und Fahnen sehen. Wimpel. Tausende, Zehntausende von Kriegern, die um dich herumstehen. Menschen, Elfen und Zwerge. Alle Völker sind angetreten. Du kannst sie sehen. Den Fuchs, den Greif, den Raben. Neben dir steht Chella, eine Frau mit blonden, rotblonden Haaren, die dich anschaut. Sie deutet hinter deine Schultern. Und wenn du dich umdrehst, kannst du den schwarzen Drachen Rassasor erkennen. Da wie geht das jetzt weiter? Blicke mich in der Au um. Da habt ihr euch doch berappelt, zusammengenommen, um diesen Diener des Rattenkindes anzugehen. Ich weiß aber nicht, ob es reicht. Man kann vorher nie wissen, was hinterher ist, nicht wahr? Meint ihr, es gelingt? Mein Vorfahren nicht gelungen, im allerletzten Ansturm des Bösen, des Namenlosen zu widerstehen. Vielleicht wird es auch uns nicht gelingen. Wir werden es herausfinden müssen. Aber es zu versuchen, ist das Einzige, was wir tun können.
Soll ich den Angriff geben? Oder warten wir ab? Und ihr versucht, mit ihm zu sprechen? Das ist alles stark um ihn. Vertrauen wir und greifen an. Für Mandalia. Nickt sie, gibt er die Hand. Betrachte sie einen Moment, nehme die Hand und laufe los. Für Simjana. Wenn du losläufst, was auch immer das für Worte aus ihrem Mund waren, warum auch immer diese Menschenfrau solche Begriffe kennt, die doch eigentlich nur dem Reichsforst entwachsen sind. Tief im Gebiet der Auelfen. Kannst du hinter dir die Schritte hören von zehntausenden Männern und Frauen. Menschen, Elfen und Zwerge. Und vor dir das Beben der Erde, wenn Rassasor seine schwarzen Flügel ausbreitet und auf euch zustürmt. Sein Maul öffnet und eine heiße Flamme ihr das Fleisch von den Knochen leckt. Voltax. So, mal bis zum Schluss ein fröhliches Lied vor mich hin. Voltax. Ja? Du durchdringst die schwarzen Nebel. Du irrst etwas umher und kannst dann sehen, wie dort der Rabe von Punin steht. Um ihn herum kannst du deine Freunde erkennen. Dieser ruhen den Elfen, der euch noch nicht ganz so vertraut ist, aber Kiaras und Rafim sind wohl auch da. Ja. Und du kannst Chella erkennen, die dort liegt, auf einer Bahre. Standen die nicht eben gerade noch draußen? Die werden mich überholt haben. Ah, oh, ich komme wieder zu spät. Hallo, Herr Rabe, hier bin ich. Du kannst erkennen, während er nur dieses mysteriöse von sich gegeben hat und dich anblickt, wie die Augen der anderen wohl in den Kopf gedreht sind. Oh, geht's denen gut? Ja. Du kannst sie wieder wecken. Ja, das mache ich dann wohl. Ja, und ich würde einen nach dem anderen wecken. Beginnt mit wahrscheinlich dem Elfen und dann die anderen. Ihr Zwerge träumt nicht, oder? Das tun wir nicht, außer da kommt so ein dahergelaufener Dämon daher und verpasst uns irgendwelche Albträume. Bah, pfui. Das war ekelhaft. Aber... Geht's dir gut? Du wirkst etwas... Selten besser. Das ist schön zu hören. Ich stand auf dem Felsen, Boltax. Einen wunderschönen Felsen. Wir sollten unbedingt mal zusammen dahin gehen. Felsen sind schön. Das war bestimmt ein schöner Traum, ja. Naja, wir sind gesprungen. Ich und die Neunander. Rabenflug. Gut, wenn der Rabe euch zum Rabenflug einlädt. Ich meine, das ist bestimmt auch sehr schön. Wir kommen später darauf zurück. Karinor. Ich würde Karinor mal so auf den Arm hauen. Karinor, wacht auf. Ja. Hattet ihr auch einen interessanten Traum? Man könnte es ausdrücken. Habe ich mir gedacht. Spurgelsen, hallo. Die Spurgelsen. Oh, was? Aufwachen. Nicht im Stehen schlafen. Was würde euer Ausbilder sagen, wenn ihr euch so sehen würdet? Oh? Was war da gerade los? Ihr habt geschlafen. Richtig, was? Im Stehen. Ja. Wir anderen waren schon seit Stunden hier, aber wir wollten euch nie aufwecken. Eigentlich lügt er. Ich habe ihn gerade eben erst aufgeweckt. Boltax. Ihr seid blöd, Männer. Wo sind wir? Was? Oh. Darf ich vorstellen? Ja, komm mal. Ein bisschen Spaß also, sein. Nein, nicht hier. Das ist sehr unangebracht. Verzeihung, euer Erhabener. Alles gut. Ich danke euch. Ich und Chella danken euch. Ja, kein Problem. Ich habe ja nicht viel gemacht, außer die zu wecken. Ich hätte nicht erwartet, dass sie den Drachen so früh schon wiedersehen muss. Du bist ein wertvolles Mitglied vom Team Boltax. Ganz egal, was die anderen sagen. Ja, ich weiß. Wie geht's denn, Chella, wenn man mal fragen darf? Betrachtet zunächst die Kaiserin, die Thronfolgerin, Rohaya. Dann könnt ihr wieder den Raben hören.
dreifach geheiligter Boron. Herr der 11 Geschwister, zweifach geheiligter Name der Alvaranjare, im geheiligten Namen der Weisen, der Milden und der Märtyrer. Dieser Schlaf ist nun vorbei. Das Vergessen ist vorbei. Shadow öffnet die Augen.